und hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich. Heute geht es um dieses schöne Schätzchen da unten, um unseren Stubenwagen. Und ich habe festgestellt beim Recherchieren, wie ich den machen möchte, dass es da gar nicht so viel zu gibt. Also sprich Ideen, wie man den Stubenwagen gestalten könnte. Und da dachte ich mir, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das auch sucht und da auch irgendwie Infos zu haben möchte. Und deswegen nehme ich euch einfach mit und zeige euch, wie ich das Ganze mache. Wie immer, ich liebe Nähen, aber ich bin keine Person, die immer nach Schnittmustern näht. Also ich nähe immer nach freie Schnauze. Und das ist ja auch gut so, dass ich das ganz gut kann. Weil ich habe tatsächlich kein einziges Schnittmuster dafür gefunden, um einen Betthimmel und eine Umrandung zu machen. Deswegen werden wir improvisieren und werden uns jetzt was Schönes ausdenken, wie man das denn machen kann. Also ich möchte gerne, wie gesagt, einen Himmel haben, der auch fest ist. Und dazu möchte ich einmal ganz kurz was sagen und dann auch nicht wieder. Ich weiß, dass Himmel generell, ob es über dem Bett oder jetzt hier beim Stubenwagen ist, plötzlich verschrien sind und das ist ja heißt, das ist gefährlich fürs Kind und so weiter. Jeder hat da seine eigene Meinung, jeder hat da seine eigenen, das, was er möchte und wo er vorher Angst hat oder auch nicht. Also bitte unterlasst es, mir zu schreiben und mir zu erzählen, dass das sehr gefährlich ist. Ich weiß diese Info, ich sehe das anders. Früher gab es immer Betthimmel. Naja, Also, ihr seid ja auch immer gerne so, dass ihr auch Du-Du-Du macht und dann rummeckert. Deswegen meckere ich immer gleich so zurück und denke mir immer so, oh Leute, also jeder hat seine eigenen Vorstellungen von dem, was er möchte. Es ist einfach nur ein Stubenwagen in der Stube. Der Kleine wird hier mal abgelegt wegen dem Hund alleine, dass der Kleine dann in seinem Bereich ist oder wenn es klingelt oder, dass ich ihn mal kurz irgendwie ablegen kann, damit er nicht vom Sofa kullert. Das ist also nicht sein Schlafplatz und ich bin auch überzeugt davon, jetzt werde ich wahrscheinlich auch wieder gesteinigt, wenn das festgemacht ist und außenrum ist und nicht so, dass er da irgendwie rankommt. Wie soll er sich das denn übers Gesicht ziehen und irgendwie reinziehen und so, dass ich das überhaupt nicht mitkriege, weil ich die ganze Zeit in der Umgebung bin. Also, ja. Ihr merkt's, ich habe da einfach eine andere Meinung zu. So, Punkt. Kommen wir zum Thema. Ich finde es schön, ich möchte das gerne, ich mache das und wer das auch möchte und auch bauen möchte, der kann jetzt gerne mitkommen. Bevor wir jetzt aber ganz loslegen, kommen wir noch ganz kurz zu einer kleinen Sache, die euch alle freut, das weiß ich ganz genau. Ihr kennt alle meine Ohrringe, die trage ich Tag und Nacht seit Monaten. Wie einmal ein Stern und ein Mond. Und ich kriege so viele Nachrichten von euch. Und das ist jetzt kein Witz, wirklich, woher ich diese Ohrringe habe. Und alle haben auf diesen Tag jetzt mit diesem Rabattcode gewartet. Ich habe einmal neuen Schmuck, schöne Ketten. Und ich habe einen Code für euch. Diese Sachen oder dieser Schmuck ist von Ana Luisa. Ich liebe ihn. Und ihr wisst, ich mache immer nur Sachen, hinter denen ich zu 100% stehe. Und wie gesagt, ich trage diesen Schmuck Tag und Nacht. Beim Schwimmen, beim Duschen, beim Baden, beim Schlafen, immer. Ich habe die Ohrringe noch nicht einmal abgemacht und ich liebe sie und kriege, wie gesagt, immer Nachrichten von euch. Da ist nicht einmal ein Stein rausgegangen, das hat sich nicht einmal verfärbt. Ich habe nicht einmal Probleme irgendwie gehabt mit den Ohren, weil ich auch sehr empfindlich bin, dass sich da mal was entzündet. Wirklich top und ich freue mich jetzt riesig über diese wunderschönen Ketten. Ich habe jetzt zwei verschiedene kombiniert. Einmal diese hier, das ist auch wieder so eine Sonne. Die ist einzeln und diese ist eine doppelte, aber ich fand es sehr schön, die alle zu kombinieren. Ich liebe es, wenn man so mehrere Ketten zusammenträgt, aber man kann eben auch nur die einzelne oder die eine doppelte tragen. Ja, ich freue mich sehr. Die werden übrigens in so schön praktischen kleinen Täschchen mitgeliefert, die mit Knöpfen versehen sind. Und da könnt ihr entweder irgendwas Kleines von euch reintun, sind auch
zwei Fächer drin oder eben euren Schmuck da drin verwahren. Finde ich auch sehr praktisch, wenn man in den Urlaub fährt, dass man den immer sicher dabei hat und nicht verliert. Ja, den kennt ihr ja auch schon von mir und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ihr habt immer gefragt, jetzt ist es endlich soweit. Wirklich, wirklich sehr, sehr hochwertig, wunderschön und mehr brauche ich dazu nicht sagen. Also stöbert gerne, ich verlinke euch unten in der Infobox den Code und den Link zu der Seite und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Sagen wir starten und ich duck mich jetzt mal hier so ein bisschen, damit ihr mich sehen könnt. Ich habe mir Stoff gekauft. Also ihr müsst natürlich euch einen Stoff aussuchen, der euch gut gefällt. Ich hatte erst überlegt, ob ich blauen Musselinstoff nehme, aber habe mich jetzt doch für einen neutralen Ton mich entschieden, weil ich das doch sehr schön fand. Und ich habe mich für einen Leinenstoff in Beige entschieden. Ich habe jetzt einfach mal auf blauen Dunst 4 Meter mitgenommen, weil ich möchte dieses Überdings möchte ich, dass das bis zum Boden geht, also fast bis zum Boden geht und dann möchte ich auch noch für innen kleine Kissen für die Umrandung nähen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ganz viel Stoff mitgenommen. Damit ich da nachher nicht sitze und mir fehlt die Hälfte. So, ihr dürft jetzt live dabei sein. Ich kann mich ja mal hinsetzen. Ihr dürft jetzt live dabei sein, wie ich ganz unprofessionell immer nähe. Aber am Ende ist der Weg das Ziel oder das Ergebnis ist das Wichtige. Und zwar werde ich jetzt einfach mal schauen, wie ich das denn machen werde. Also ich breite mir jetzt mal meinen 4 Meter Stoff hier aus und schaue dann erstmal, ob die Länge passt. Also die Länge ist perfekt, das habe ich mir schon gedacht, weil der Stoff ist von Haus aus 1,35 Meter und das passt genau hier mit dieser Höhe. Und dann schaue ich mir jetzt erstmal an, wie ich mir das so vorstelle. Also, ich werde mir hier irgendwie, das hier oben einfach umklappen und einmal nähen, sodass ich den Stoff hier einfach rüberziehen kann. So, damit er hier drumrum ist und der Rest fällt dann eben einfach runter. Dann muss man noch bedenken, dass man ein bisschen mehr Stoff braucht, dass man das so ein bisschen riffeln kann. Also, dass man jetzt nicht nur das ganz streng rüberzieht, sondern dass man eben ein bisschen mehr Stoff nimmt. Das heißt, in meiner Theorie ist hier der Anfang. Würde ich jetzt natürlich nicht hier mit dem Anfang gleich anfangen, sondern lass die letzte Ecke runterfallen, dass sie auf dem Boden ist. So. Halt mir das hier vorne fest und dann stelle ich mir vor, wie das hier so geriffelt ist und noch Platz hat. So. Jetzt
jetzt halte ich mir das fest und schaue dann, wo das dann auf der anderen Seite runterfallen würde. Und halt mir die Ecke hier fest. So. Jetzt weiß ich schon mal ganz grob, wie viel Stoff ich brauche. Und schaut mal, das hier ist nur noch übrig. Das heißt, ich war echt gut mit 4 Meter. Also kauft am besten 4 Meter Stoff. Es sei denn, ihr wollt natürlich das nicht ganz bis zum Boden hängen lassen. Bei mir wird es auch dann noch ein bisschen gekürzt. Aber ich habe lieber ein bisschen mehr Stoff über. Und aus dem Rest mache ich dann die Kissen. Gut, das heißt, ich halte mir das jetzt fest und schneide mir das gleich mal ab, damit ich schon mal die Länge habe. So, ich habe mir den jetzt zurechtgeschnitten. Kleiner Tipp bei Stoffen generell, das einmal vorher zu waschen, weil er eingeht nach dem Waschen immer ein bisschen. Und meistens steht auch auf dem Stoff drauf, wie viel Prozent er noch eingeht. Das ist von Stoff zu Stoff unterschiedlich. Ich habe jetzt drauf verzichtet, weil A, zu faul, B, keine Zeit und C, ja. Eigentlich sind das die zwei Hauptpunkte. Nein, aber ich mache das ja so ein locker langes Ding, dass wenn das dann mal so ein Stück eingeht nach dem Waschen, ist das nicht schlimm. Also mich stört es nicht. Wer da auf Nummer sicher gehen möchte, sollte dann auf Nummer sicher gehen. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich mir das alles so richtig abgeschnitten habe, wie ich dachte. Das heißt, ich suche mir jetzt meine Mitte. Und halt mir die Mitte hier drüber. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. So, genau. Die Mitte halte ich mir jetzt mal hier rüber. Und sehe, dass es viel zu lang ist. Macht aber nichts. Lieber zu lang als zu kurz. So, jetzt muss ich aber nochmal dieses System hier verstehen, weil die Öffnung ist hinten. Das heißt, ich muss es von hinten aufziehen. Da muss ich jetzt mal ganz kurz denken. So, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe jetzt mal improvisiert und oben das einmal umgeschlagen, um zu gucken, ob das so geht, wie ich es mir vorstelle. Und ja, es geht. So, also genau, wie ihr seht, ist es noch ein Tickchen zu lang. Da kümmern wir uns aber später drum. Es ging mir jetzt hier um oben. Das heißt, wir schlagen das einmal um. Das sieht jetzt natürlich noch so wirr aus. Und jetzt sieht das natürlich nach ganz viel Stoff aus. Aber ich habe jetzt einen Plan, wie ich mir das vorstelle. Und das nähen wir jetzt einmal um. So, das bedeutet, ich nehme mir die obere Seite und schlage die oben einmal um und schlage sie auch nochmal nach innen um, damit man diesen schönen Saum hier nicht sieht. Wenn ihr eine Overlock habt, dann könnt ihr natürlich auch den hässlichen Saum erstmal schön absteppen, komplett drumherum. Ich habe auch eine, aber ich habe es jetzt ohne gemacht, weil ganz viele ja keine haben. Deswegen, genau, machen wir das mit einer ganz normalen Nähmaschine. Und wie viel ihr das jetzt umschlagt, ist euch überlassen. Hauptsache, man kommt nachher gut durch. Ihr könnt das natürlich, wie ich, jetzt so Pi mal Daumen machen. Oder ihr nehmt euch ein Maßband zur Hand, dass das alles überall gleich ist.
Jetzt habe ich einmal komplett oben die ganze Seite einmal umgeschlagen. Und jetzt werde ich das Ganze nähen, also immer schön an der äußeren Kante. Alles umgenäht. So. Einmal drumherum. Und jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, also. Einmal wieder die Mitte gucken. Die Mitte markiere ich mir jetzt mal mit einer Sicherheitsnadel. Und dann wollen wir noch mal schauen, ob das funktioniert. Alles schön drüber gezogen und das Ganze gefällt mir sogar besser als ich dachte. War einfacher als ich dachte. Das heißt, jetzt könnt ihr gucken, welche Länge ihr haben wollt. Ich will es ja tatsächlich bis auf den Boden haben. Das heißt, ich werde nur noch so ein bisschen umnähen. Aber wenn ihr es kürzer haben möchtet, müsst ihr dann natürlich dementsprechend die Kürze jetzt noch auswählen und dann das dementsprechend noch mal abschneiden. Das bedeutet, ich werde jetzt einfach nur noch drumherum rumnähen und die Säume abschließen und das war's schon. Ich werde jetzt einmal, wie gesagt, drumherum rumnähen und ich bin da, wie gesagt, nicht so Pi mal Daumen. Wenn ihr aber ganz genau die Länge haben wollt oder eine ganz bestimmte Länge haben wollt, dann müsst ihr natürlich dementsprechend euch das zurecht legen. Also ich nehme jetzt nur meine Nadeln und werde wie oben das einmal umnähen, damit das hübsch ist und auch wieder doppelt umnähen. Oder ihr könnt alternativ natürlich einmal nur mit der Kettelmaschine, also Overlockmaschine, darum gehen. Das heißt, überall schlage ich mir das jetzt zweimal ein und an den Rändern, also vorne, mache ich das jetzt ein bisschen knapper, dass man da nicht so eine dicke Naht hat, also nur so. Und die Ecken schlage ich über Eck ein, das heißt, wie soll ich das jetzt zeigen? Also ich mache hier nicht normal einfach rüber, sondern ich schlage die Ecke einmal als Dreieck um. Kann man das sehen? So. Und dann schlage ich erst um. Einmal und zweimal. Und somit hat man dann so eine Ecke hier und nicht so ein Fisselkram. Warum jetzt alles umgenäht und jetzt testen wir doch mal das Ganze, ob das denn auch so aussieht, wie ich mir das vorstelle.
hat geklappt und das auch noch auf Anhieb. Ist das nicht schön? Also ihr müsst natürlich vorne, also rechts und links, wenn ihr näht, Öffnung lassen. Das habe ich vergessen zu sagen, dass ihr das auch von den beiden Seiten rechts und links hier reinziehen könnt. Weil wenn es zu ist, ist es zu. Ich dachte eben erst meins zu, aber zum Glück, es war offen. Glück im Unglück. Ja, genau. Von der Länge finde ich es jetzt auch perfekt. Es ist genau auf dem Boden, aber nicht zu lang. Genauso wie ich es wollte. Und eigentlich wollte ich jetzt auch noch so Kissen nähen, aber ich überlege glatt, ob mir das so reicht. Wobei, ich glaube, für da hinten ist ganz schön, wenn man da so ein bisschen so eine Umrandung hat. So, also ich habe mir überlegt, dass ich das so schön finde, wenn man das Holz offen lässt, denke ich mal. Nur da hinten würde ich ganz gerne, dass man diese Stäbe nicht mehr sieht und da könnte der Kleine sich ja auch irgendwie verheddern oder so. Deswegen werde ich jetzt die Höhe von da bis unten abmessen und dann nur so oben die Umrandung, also ungefähr bis hier, einmal die Länge messen. Und dann werde ich mit dem Reststoff einfach eine Umrandung für hier machen. Und auch gar kein Kissen, sondern einfach nur so eine Umrandung. Ich habe mir jetzt 90 mal 25 abgemessen, also 25 in der Höhe, in der Breite 90 cm. Und das Ganze werde ich mir jetzt mal mit meinem Stück Stoff hier ausmessen. Und dann müsst ihr natürlich auch mal ein bisschen Nahtzugabe mit einrechnen. Mal perfekt. Das hat jetzt eine Breite von 98. Das heißt, ich habe da noch ein bisschen Spielraum, um es umzunähen. Das heißt, ich werde mir jetzt nur die 25 plus Nahtzugabe machen. Also mache ich mal hier 30. Und das Schöne bei Leinen ist, dass man es immer schön reißen kann. So. Das ist das schöne Stück Stoff. Da werde ich jetzt noch mal einmal zum Stubenwagen gehen und gucken, ob das so passt. Ja, passt gut. So, dann habe ich mir schöne Bänder gekauft. Diese hier. Ihr könnt egal was ihr wollt, euch kaufen, was ihr schön findet, um das Ganze auch befestigen zu können. Und ja, das Ganze soll jetzt nicht super schick sein. Es ist einfach jetzt improvisiert. Das heißt, ich werde überall einmal wieder drumherum nähen und hier und da dann so ein paar Bändchen ran machen, damit ich das Ganze festmachen kann. Ich habe die jetzt überall einmal eingeschlagen und jetzt nähe ich einmal drum herum. So, das Ganze ist fertig. Die Bänzel sind rangenäht. Die habe ich, ja, bin ich einfach nur vor und zurück einmal darüber genäht. Ganz praktisch. Und dann wollen wir das Ganze doch mal da reinhängen.
fertig. Wir haben gerade gegessen, wie man sieht. Ich bin so kaputt. Ich musste erstmal was essen und runterkommen, bevor ich hier den Abschluss drehe. Es hat so viel Spaß gemacht und das Ergebnis kann sich sehen lassen, glaube ich. Ich bin so, so glücklich. Ich bin so, so wunderschön und so niedlich. Und am liebsten würde ich, dass der Kleine jetzt schon hier drin liegen würde. Oder dass der jetzt hier schon drin liegt. Ich finde es so, so schön. Ich bin richtig, richtig happy. Und ja, der kleine Mann hat jetzt auch hier in der Stube seinen Platz. Ja, so sieht man das ganz gut. Nochmal. Ja, also ich bin sehr, sehr happy. Und solltet ihr das nachnähen oder die Idee irgendwie umsetzen, sei es fürs Bett oder auch für den Stubenwagen oder für irgendwas anderes, dann lasst es mich gerne wissen. Da freue ich mich natürlich drüber, wenn ich euch irgendwie inspirieren konnte oder ja, generell zu wissen, wie euch das Video gefallen hat, ob ich sowas öfter machen soll oder ob euch das gar nicht so interessiert. Also, ich muss jetzt in die Badewanne und entspannen. War ein bisschen viel heute. Ich bin ja heute Morgen, das wisst ihr gar nicht, ich bin heute Morgen um 7:30 gleich los, um den Stoff zu besorgen und stand dann vor verschlossener Tür und musste bis 10 Uhr da sitzen und warten. Und dann habe ich sehr lange im Laden gebraucht und dann war ich erst mittags irgendwie wieder zu Hause und dann habe ich durchgehend das gemacht bis eben. Deswegen bin ich jetzt kaputt. Ja, und der Bauch, das Bäuchlein wird wieder hart, wie immer, wenn ich dann viel mache. Deswegen geht es jetzt in die Badewanne und Entspannung ist angesagt. Also bis zum nächsten Mal.